Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind unter uns. Erstmal ein paar Minuten. Naja, ein paar Minuten ist gut, also eine Viertelstunde ungefähr hier im Radio und dann kommt das Fernsehen. Also, wir haben eine freie Themennacht heute. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Inge ist meine erste Anruferin heute Nacht und Inge ist 44. Hallo Inge. Ja, hallo Domian. Warum hast du angerufen? Ich habe angerufen, ich bin heute, besser gesagt gestern, aus der Psychiatrie entlassen worden. Ich habe letzte Woche einen Suizidversuch unternommen und das war auch der erste. Ich habe auch sonst sowas noch nie gemacht und zwar aufgrund, es ging ab letztes Jahr bergab. Ich bin krank geworden, habe im Januar ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Habe dann im März mir noch den Oberschenkelknochen gebrochen, es musste nochmal operiert werden. Ja. Habe natürlich gleich auch im Januar meine Arbeit gekündigt bekommen. Ja. Bekomme jetzt auch noch ein zweites Hüftgelenk, die Operation steht mir auch noch bevor. Mhm. Und seitdem kämpfe ich halt mit den Ämtern um Unterstützung, weil ich sehr wenig Geld bekomme. Die lassen mich aber alle im Stich. Und es ging immer weiter bergab, immer wieder einen auf den Deckel. Dann wurde einfach mein Konto aufgelöst, obwohl nichts im Minus war. Und jetzt war halt der Auslöser, jetzt bin ich 800 Euro im Mietrückstand. Mhm. Und jetzt kam natürlich die Androhung der fristlosen Kündigung. Der Wohnung? Ja, genau. Mhm. Und da ist Panik entstanden. Alles verloren, gell, Auto, Arbeit. Ich war immer, habe alles allein gemacht, habe in Arbeiten gegangen. Bist du verheiratet? Nein, ich bin alleinstehend, habe eine erwachsene Tochter. Ja, was hast du gearbeitet vorher? Im kaufmännischen Bereich. Im kaufmännischen Bereich. Eine erwachsene Tochter? Ja, die ist aber selber gerade Mutter geworden, ist im Mutterschutz. Ja. Und der Mann war selber auch lange arbeitslos, hat zwar wieder einen Job, aber halt auch. Das heißt, von der Seite kann auch keine Hilfe kommen. Nein, sie hilft mir ja schon so, sie kommt einmal in der Woche und macht Sachen für mich, die ich halt nicht kann, weil ich ja auch mit zwei Gehhilfen gehen muss und alles. Ja. Also die Unterstützung habe ich schon, aber finanziell kann sie mir halt auch nicht helfen und andere Verwandte und so weiter sind nicht da. Wie ist denn der Stand der Dinge so mit Sozialamt und Unterstützung? War ich überall. Da habe ich noch scheinbar ein paar Mark zu viel. Meine Tochter war jetzt auch noch in der Zeit, jetzt Dienstag und Mittwoch beide Ämter. Und Sozialamt hat es klipp und klar gesagt, die Wohnung ist zu groß. Gut, ich habe eine Dreizimmerwohnung, aber ich habe nur 245 Euro Kaltmiete. Und wenn ich Sozialhilfe bekommen würde, würden sie sofort alle Rückstände bezahlen. Aber weil ich genau irgendwie an der Grenze liege und keine Sozialhilfe bekomme, ich das Einzige, was ich bekomme, aber da kann man eigentlich nur drüber lachen, sind 10 Euro Wohngeld. Mhm. Jetzt bist du heute aus der Psychiatrie entlassen worden. Ja. Wie war das da? Ich muss sagen, ich bin freiwillig, weil ich bin erst in ein Klinikum gefahren worden und bin da dann auf der Intensivstation wieder wach geworden. Und da wollte ich nicht bleiben, aber sie haben ja auch gesagt, sie dürfen mich nicht gehen lassen, da gibt es gesetzliche Vorschriften. Und die einzige Möglichkeit wäre halt dann dahin. Und da habe ich auch gesagt, dann möchte ich das und bin dann nächste Nacht dahin gefahren worden. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich froh drum, weil ich glaube, die im Krankenhaus sind überfordert. Ich kam mir davor, jetzt kommt die auch noch, macht uns Arbeit mit so einem Mist. Ja, also du hast das Gefühl, dass du da gut betreut worden bist. Und, ja. So, wie hast du dir versucht, das Leben zu nehmen? Ja, das ist im Nachhinein, man kann eigentlich nicht drüber lachen, aber inzwischen, also das ist schon das Größte. Ich krieg auch nicht mehr alles genau auf der Reihe. Ich habe natürlich Lücken. Ich bin am Montag noch zu meinem Arzt gegangen. Der weiß auch meine Situation. Ich habe auch gesagt, ich bin fix und fertig. Und er hat mir dann zwei Päckchen Antidepressiva und ein Päckchen Schlaftabletten mitgegeben. Jetzt im Nachhinein, denke ich, war das eigentlich vom Arzt auch unverantwortlich. Ich bin gerade ganz baff, dass ihr die zwei Päckchen Antidepressiva und Schlaftabletten. Ja. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ja, und ich meine, ich habe da eigentlich
denke ich, es noch nicht vorgehabt. Mhm. Aber ich glaube, im Hinterkopf schon, weil normal nehme ich diese Sachen nicht und dass ich mir das halt genommen habe. So, dann hast du alles eingenommen. Ich habe am Mittwoch oder am Donnerstag habe ich mir noch, ich frage mich nicht von wem, wer mir es gebracht hat und wie ich es bezahlt habe, weil ich habe mir gedacht, ich muss mir erst Mut antrinken und die scharfen Alkohol vertrage ich nicht. Dann habe ich mir blöderweise 2 Riesenflaschen Sangria, die habe ich getrunken, dann habe ich schon angefangen, immer abwechselnd Tabletten zu nehmen und dann habe ich irgendwo gedacht, ich glaube, das langt nicht. Mhm. Und dann kommt jetzt die Krönung, also so blöd, ich habe bei mir eine Apotheke angerufen, habe gesagt, ich hätte mir im Fuß geschnitten und die wissen, ich kann schlecht laufen, die bringen mir manchmal Medikamente, ob sie mir reinen Alkohol zum Desinfizieren haben. Ah, das glaube ich jetzt nicht. Und hast du dir reinen Alkohol noch reingezogen? Und dann haben die mir das gebracht und dann habe ich die ganzen restlichen Tabletten geschluckt und dann habe ich den reinen Alkohol reingezogen. Wer hat dich denn dann gefunden? Das ist so eine Glückssache, Domian. Ich habe eine nette Nachbarin. Wir haben jeder vom anderen einen Schlüssel. Ja. Und die ist älter und sie bei mir durch die Krankheit haben wir immer ausgemacht, wenn wir mal 1 oder 2 Tage nichts voneinander hören oder was komisch vorkommt, aufschließen. Mhm. Wie lange hast du gelegen? Ich glaube nicht lange, weil sie war schon mal, wie sie mir gesagt hat, drüben. Da hat sie nur gedacht, sag mal, die ist so komisch, da ist alles dunkel, die schreit mich an, hau ab. Also die Nachbarin hat dich gerettet, Gott sei Dank. Wie denkst du denn jetzt heute über diesen darüber nach, dass du das getan hast? Es war saublöd. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Bei allem Respekt vor dem Problem, die du hast, die muss man ja auch sehr ernst nehmen. Das ist ja auch sehr schlimm, wenn man alles verliert und plötzlich man schon Angst haben muss, die Wohnung wird einem weggenommen. Ja. Aber man, das so darf man nicht reagieren. Nein, das war auch wirklich ein Aussetzer. Ja. Es war ein Aussetzer. Ich habe es auch hoch und heilig beschworen. In dem Sinne war es gut, dass ich jetzt weiß, ich mache es nie wieder. So, und jetzt ist die große Grundfrage ist jetzt, wie kannst du ordentlich eine Unterstützung bekommen für die Zeit, während du jetzt in der Krankheit bist? Ne? Das ist die Frage. Ja, natürlich. Es wäre mir schon geholfen mit diesem Mietrückstand. Ja. Ich sage, ich habe 2 ältere Leute, die bringen mir schon jede Woche, die kaufen mir ein und bringen mir Lebensmittel und zahlen das. Das ist allerhand. Ich möchte gerne, weil ich bin natürlich jetzt kein Fachmann, wie man da vielleicht doch noch irgendwie vernünftige Unterstützung für einen gewissen Zeitraum bekommt. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen darüber redest jetzt. Ja, das wäre ganz toll. Das fände ich sehr, sehr klug, weil der da viel versierter ist. Dass du brauchst ja ein paar ganz konkrete Ratschläge und Hilfen. Ne? Darum geht es ja. Ja, so, natürlich. Dann werden wir das jetzt so machen, dass du auflegst und der Peter ruft dich an. Peter heißt mein Psychologe heute Nacht. Ja. Ich hoffe, ich bin auch sicher, so wie du klingst, dass das nicht nochmal passiert. Nein, dass ich bin zwar aufgeregt und eben natürlich kommen mir manchmal noch wieder die Tränen. Ich muss das jetzt auch verarbeiten. Klar. Aber ich mache es nicht. Ja. Und normal wird man 6 Wochen in der Psychiatrie behalten. Ja. Also die haben mich wirklich gehen lassen, weil sie gemerkt haben. Dann haben die einen guten Eindruck. Ja. So, und ich hoffe, dass du gut jetzt über diese nächste schlimme Zeit hinwegkommst und dann natürlich auch wieder ordentlich Fuß fassen wirst. Und um über diese Zeit zu kommen, da vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Vielleicht klappt es ein bisschen, Inge. Dann legst du bitte auf und der Peter ruft dich an. Ja, vielen Dank. Alles Liebe. Alles Gute weiter für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Katrin ist bei mir. Katrin ist 23. Hallo Katrin. Hallo Jürgen. Um was geht's bei dir? Ich habe eine Beziehung mit einem Mann, der 44 Jahre alt ist. Boah, so viel älter. So viel älter. 44, dann ist der jetzt wie alt? 67. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Gute es hat Frage. Einfach gefunkt. Seit wann gibt's die Beziehung denn schon? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren schon? Seit 3 Jahren, ja. Ist der Mann alleine oder ist der verheiratet? Der ist verheiratet und hat 2 Kinder. Und das läuft alles ganz heimlich zwischen euch? Ja, bis auf die Söhne, die wissen Bescheid, ne? Die Söhne von ihm? Die Söhne von ihm, ja. Die sind wahrscheinlich schon älter als du, oder? Ja. Ne? Sind 32 und 36. Mhm. Aber seine Frau weiß nichts? Nee. Mhm. Weswegen rufst du denn an? Gibt es ein sehr aktuelles Problem oder wolltest du das einfach mal so erzählen? Ich bin süchtig nach ihm. Mhm. Das heißt, dass du eigentlich von ihm weg möchtest, wenn du könntest? Eigentlich, ja, genau. Mhm. Weil ich meine, ich sehe ja selber, dass es keine Zukunft hat mit uns. Ja. Er sagt selber, er liebt mich über alles und ich bin momentan auch die einzige Frau, wo er wirklich Gefühle zeigt, richtig Gefühle zeigt. Ja.
Aber er würde seine Frau nie verlassen. Das sagt er dir seit 3 Jahren wahrscheinlich. Ja. Hm. Jetzt kommt es noch dazu, dass ich in der 7. Woche schwanger bin von ihm. Hm. Ja. Das hat sich aber bestimmt nicht nur so zufällig ergeben, oder? Hast du das, hast du das auch ein bisschen gewollt? Nee, es war total ungewollt. Ich nahm die Pille, habe aber eine Antibiotika-Behandlung gehabt. Mhm. Dachte mir, naja, egal, passiert sowieso nichts. Mhm. Naja. Weiß er das schon? Ja. Und wie überlegst du, möchtest du das Kind haben? Ich will das Kind auf alle Fälle haben. Ja. Er hat auch nicht gesagt, ich soll es irgendwie abtreiben lassen oder sonst was. Er hat es gemeint, ja, austragen und dann zur Adoption freigeben. Möchtest du das auch? Nein. Nein, du möchtest es behalten. Ja, auf alle Fälle. Deine Familie ahnt davon auch gar nichts, dass du so einen viel älteren Freund hast? Nee, null. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich von meiner Familie eigentlich auch ziemlich früh abgekapselt. Mhm. Schon mal, naja. Was machst du? Du hast gerade gesagt, ich bin süchtig nach dem. Was macht die Sucht aus? Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Was macht die Sucht aus? Also wenn du, hast du schon Versuche unternommen, von ihm wegzukommen? Ja. Und wie lange hast du es geschafft? 2 Tage. 2 Tage. Mhm. 2 Tage. Mhm. Ich habe, wenn er mich angerufen hat, ich habe ihn weggedrückt. Wenn er vor meiner Tür gestanden ist, ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe keine Zeit oder ich habe Besuch. Mhm. Aber er ist dann auch penetrant und baggert dann wieder an dir rum. Was heißt penetrant? Er weiß ganz genau, dass ich nicht loskomme von ihm. Und ihm geht's aber genauso. Mhm. Er selber hat es ja auch schon mal versucht. Ja, ja, aber ich würde jetzt von ihm erwarten, er ist der viel Ältere, der viel Erfahrenere. Und er ist der seine Frau nicht verlassen will für dich. Dass er dann auch diszipliniert ist und deinen Wunsch respektiert, zu sagen, wenn du sagst, ich will nicht mehr, dann müsste er sich zurückhalten. Tut aber nicht. Er kann es ja selber nicht. Er kann es selber nicht. Aber er kann es selber nicht. Das ist auch das Problem, Jürgen, wieso ich dich anrufe. Mhm. Ich habe so niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Mhm. Was heißt können im Prinzip schon? Ich habe bei meiner besten Freundin auch schon mal die Andeutung gemacht und dann hat sie gesagt, was willst du mit so einem alten Bock? Mhm. Naja, das ist ja jetzt gar nicht die Frage. Ja. Ne, darüber müssen wir gar nicht reden. Jetzt, wenn ihr beide euch liebt, dann liebt ihr euch eben. Und wenn da 44 Jahre zwischenhängen, okay, mit all den Problemen. Aber das Entscheidende ist ja für dich, dass du keine Zukunft siehst mit ihm. Und nicht aufgrund seines Alters, sondern weil er nicht sich ganz für dich entscheidet. Ne? So habe ich es verstanden. Ja, genau. Ne? So ist es. Ne? Und da ist es dann völlig egal, ob der nun 67 ist oder ob der 27 ist. Und da muss man, das ist immer so dasselbe Spiel, wenn Frauen oder egal jetzt wer, welche in so einer Rolle hängt, da muss man irgendwann, das ist so bitter und so schlimm, da muss man irgendwann so radikal sein, um da rauszukommen, dass man alle Register zieht. Weil nur ich meine, ich war echt schon extrem radikal, ne? Ich habe die Nummer aus dem Handy gelöscht. Ich habe die ganzen Sachen, die er mir geschenkt hat, die habe ich weggetan. Mhm. Ich habe echt versucht, ihn zu vergessen, aber ich konnte nachts nicht schlafen. Ich ging automatisch an dem Platz, wo ich die Sachen hingetan habe und habe mir einen Pulli von ihm genommen und habe den mit ins Bett genommen. Mhm. Einfach nur... Du liebst den Mann sehr, ne? Ja. Ja. Und er liebt dich auch, sagt er. Ja. Das, wo mich eben kaputt macht, das ist die Heimlichtuerei, ne? Ja, das würde mich auch wahnsinnig machen. Das ist auch so eine Beleidigung der Liebe. Ne, wenn man sagt, ich liebe jemanden, dann muss man irgendwann sich auch für den entscheiden, Punkt aus. Und man kann nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Ich meine, ich habe zu ihm gesagt, das ist mein größter Wunsch, neben dir einzuschlafen und neben dir aufzuwachen. Mhm. Den Wunsch, den hat er mir erfüllt. Wir waren übers Wochenende waren wir in Frankreich. Ja gut, mal. Aber du möchtest das ja eigentlich immer. Ja. Du möchtest es immer. Das sollte dir, wenn, etwas helfen, dass er sich nicht für dich radikal entscheidet. Dieses heißt letztendlich auch, Katrin, dass er dich nicht radikal liebt. Und wenn er es 10-mal sagt.
Es ist aber, Jürgen, auf der anderen Seite ist es auch wieder so, auf der anderen Seite, ich will ihn ganz, ich will ihn mit Haut und Haaren, ja. Ich will ihn nur für mich alleine. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, das geht nicht, ich kann das nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht, das ist eben das Problem, ich weiß es nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin auf der ganzen linken Seite gelähmt. Ja. Ich meine, er gibt mir das, was mir in die anderen Beziehungen, wo ich hatte, niemand gegeben hat. Ja. Vielleicht ist das auch ein Punkt, dass ich nicht wegkomme von ihm. Vielleicht auch aus Angst, dass du so denkst, wenn ich ihn jetzt verliere, dann habe ich gar niemanden. Nee, also da muss ich gleich dazu. Ich könnte wirklich viele haben. Ja, ja. Mhm. Ja. No, also da spielt die Lähmung jetzt keine Rolle. Was ist eigentlich sein Argument? Warum sagt er, ich kann nicht ganz zu dir kommen? Das Argument ist das, sie sind 45 Jahre verheiratet, seine Frau braucht ihn und sie hat nicht mehr lange zu leben. Ah, sie ist krank. Ja. Das verkompliziert das Ganze natürlich noch enorm. Das heißt, man könnte gar nicht so einen großen Druck auf ihn ausüben, weil das verständlich ist, dass er über sein... Ist sie sehr schwer erkrankt? Akut schwer erkrankt? Ah ja. Sie hat Krebs im Endstadium. Also es kann jederzeit losgehen mit ihr, ne? Ich meine, unter diesen Bedingungen, du hast 3 Jahre, warst du mit ihm zusammen. Was wird sein, wenn die Frau tot ist? Ist er dann frei? Dann wird er frei sein, ja, aber dann ist auch ein Problem, weil seine Söhne, die werden das nie akzeptieren. Würde er sich den Söhnen beugen? Ich denke mal, dass er dann zu mir stehen wird. Das andere ist, die Söhne haben wiederum Angst, irgendwie was zu sagen. Die wollen nichts sagen, die möchten wahrscheinlich was sagen, aber sie trauen sich nicht, weil sie dann Angst haben, dass sie vom Erbe ausgeschlossen werden. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, das alte Lied. Ja. Aber weißt du, Katrin, wenn diese Liebe so groß ist von deiner Seite und auch von seiner Seite, und ich kann auch sehr gut verstehen, dass er sagt, ich verlasse meine Frau jetzt nicht, wenn die Frau schwer krank ist und im Sterben liegt, dann gib euch doch noch etwas Zeit und warte mal ab, wie die Dinge sich fügen und wenden. Aber du kannst nicht mehr, oder? Das heißt nicht können... Ich sitze eigentlich jeden Abend zu Hause, ich heul mir die Augen aus dem Kopf, hoffe, er kommt. Ertappst du dich dabei, dass du wünschst, dass die Frau bald stirbt? Gelegentlich ja, so krass, wie sich das jetzt anhört. Weißt du, was ich finde? Neben dem Rat, den ich gesagt habe, gib euch noch ein bisschen Zeit, dass du, weil du klingst auch so sehr, sehr belastet durch diese Situation, dass du dir Hilfe holen solltest. Deshalb rufe ich dich an. Ja. Aber ich habe so oft versucht, dich anzurufen, aber bin leider Gottes nie zurückgerufen worden. Und ich meine Hilfe über jetzt so ein Gespräch von 10 Minuten hinaus. Ja, jemanden, der kontinuierlich für dich da ist. Einen psychologischen Ansprechpartner, das meine ich. Das fände ich in dem Fall gut. Der dir hilft, dich so etwas zu regulieren. Könntest du mir da dabei helfen? Ja. Das können wir. Du wirst jetzt mit meinem Psychologen sprechen, mit dem Peter. Und der wird dir die eine oder andere Adresse geben. Und ich hoffe, dass da was bei ist, was dir hilft und was dir eine gewisse Unterstützung geben wird in dem, was jetzt ansteht zu tun. Das Problem, was ich noch habe, Jürgen, ist das, ich weiß nicht, der Mann, der hat mich von Anfang an irgendwie magisch angezogen. Ich weiß nicht, alle Beziehungen, wo ich bis jetzt hatte, die waren alle über 30, über 40. Kein einziger in meinem Alter. Mit 16 Jahren hatte ich einen Freund, der war 41. Ja. Das ist nicht normal. Ja, deshalb finde ich diese psychologische Betreuung ja auch so sehr wichtig nebenher. Wir machen das jetzt mal so. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an und dann gucken wir, was wir für dich tun können. Okay, Katrin? Das lieb. Alles Liebe von Herzen. Alles klar. Tschüss. Danke, Jürgen. Tschüss. Und viel Spaß, viel Glück noch bei der Sendung. Danke dir herzlich. Das ist echt super. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, wir haben 1.19 Uhr, nein, auf die Sekunde 1.20 Uhr und jetzt läuft gerade der Vorspann im Fernsehen und ich werde jetzt die Fernsehzuschauer begrüßen und dann machen wir ganz einfach hier weiter. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, schön, dass ihr da seid. Wir bitten vielmals um Entschuldigung, dass wir uns verspätet haben. Aber so ist es nun manchmal in der großen, weiten Fernsehwelt. Wir sind jetzt im Fernsehen und im Radio und können mit einer freien Themennacht weitermachen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Ich begrüße jetzt hier bei mir am Telefon den Thomas und Thomas ist 41 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo Domian. Ja, hallo Thomas. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, mein Problem ist, dass ich eigentlich ich trage gerne Windeln und eine Gummihose. Ja. Und suche irgendwie eine Frau, die da mit irgendwie Verständnis hat. Ja. Oder dafür Verständnis hat. Ja, also du trägst es aus sexuellem Spaß heraus. Nicht unbedingt aus sexuellem Spaß. Sondern? Auch so für mich, weil ich da Lust drauf habe. So. Ach so, aber es liegt jetzt keine Inkontinenz vor? Nein. Das ist ein Spaß, eine Spaßgeschichte, eine Lustgeschichte ist es. Ja. Ja. Wie lange betreibst du das schon, machst du das schon? Ja, seit meiner Pubertät. So lange? Ja. Windeln und Gummihosen? Ja. Wie bist du damals drauf gekommen? So einfach ist das ja nun auch nicht da. Nee, drauf gekommen bin ich irgendwie mal, weil meine Mutter hat mich lange trockengelegt, bis zu meinem 14. Lebensjahr fast. Bis zu deinem 14. Lebensjahr? Mhm. Hat die Mutter dich trockengelegt? Ja. Warum? Ja, weil es hat mal angefangen, dass ich irgendwann mal mit 5 oder 6 Mal habe ich mir mal eine Zeit lang wieder so in die Hose gemacht. Ja. Und alles und nur Pipi? Alles. Alles, ja. Und damit hat das dann eigentlich angefangen. Und irgendwann habe ich daraus mal irgendwas für mich empfunden, halt, dass es mir eigentlich Spaß macht. So, ich hatte mal. Aber lass mich mal fragen. Die ganze Zeit bis zur Pubertät hin hast du Windeln schon oder noch getragen damals. Ja. Und die hast du dann nicht selbst entfernt und hast dich gesäubert, sondern dann deine Mutter hat das damals gemacht. Ungewöhnlich, ne? Ein 14-jähriger Junge liegt da. Ja, sicher. Hast du dich nicht auch geschämt vor deiner Mutter? Ja, eigentlich schon, aber ich hatte irgendwie auch, fand ich das eigentlich auch angenehm. Ja, haben das damals Jungs in der Schule oder Kameraden, Freunde nein, mitbekommen? Nein. Ja, aber zum Beispiel im Sportunterricht sieht man das doch, wenn jemand eine Windel trägt. Ja, aber das war nicht immer so, dass ich Windeln tragen muss. Das war einfach nur so, wenn das halt so war, dann war das so. Das war nicht täglich, ach so, dass das jetzt rund um die Uhr war. Ach so, du konntest auch schon in der Zeit ganz normal zur Toilette gehen. Du hast es nur manchmal. Mhm. Und mit welcher Begründung deiner Mutter gegenüber nur manchmal? Weißt du das noch? Ja, die Begründung war einfach gewesen, dass ich, oder meine Mutter gesagt hat, so, also wenn das jetzt wieder so ist, dann ist das halt so. Und dann wird das jetzt so gemacht, weil sie da keinen Bock drauf hat. Aha. Was Großartiges anderes darüber zu machen. Ja. So, und dann hörte das aber in dem Alter ungefähr auf. Ja. Ja, und da hattest du aber gemerkt, dass dir das eigentlich ganz gut gefällt. Mhm. Und wann hast du gemerkt, dass das auch irgendwie auch eine sexuelle Komponente hat? Ja, sexuelle Komponente hat das für mich eigentlich überhaupt nicht. Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe das einfach nur manchmal so, dass ich das einfach brauche, mal so 1, 2, 3 Tage lang. Mhm. Es kommt immer darauf an, ob das jetzt, manchmal ist das tagsüber, manchmal ist das nachts. Ist das denn heutzutage, du bist ja 41 Jahre alt, habe ich gerade gesagt, ist es denn heute auch noch so, dass du dann beispielsweise in die Windeln reinstrullst oder trägst du die Windeln nur? Meistens trage ich sie nur. Ja, aber es kann auch schon mal passieren, dass da was reinkommt. Ja. Mhm. Aber dann machst du das dann selbst alles sauber und ordentlich. Ja, klar. Ja. Hattest du schon mal eine längere Beziehung oder eine Partnerschaft? Ja, natürlich. Ich bin gerade in einer 2-jährigen Partnerschaft. Ach, du bist in einer 2-jährigen Partnerschaft? Ja. Moment. Und was sagt deine Partnerin dazu? Ja, die weiß das nicht so wirklich, weil ich habe ihr das eigentlich nicht erzählt. Sie ahnt es, weil ich habe ab und zu mal was drüber verlauten lassen, aber ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert, wenn ich ihr das sage. Ja. Wohnt ihr zusammen? Nein. Nein.
Das heißt, immer wenn du mit deiner Freundin zusammen bist, dann lässt du die Windeln weg? Ja. Und wenn du alleine bist für dich, dann... Es kann auch schon mal sein, dass du zur Arbeit mit den Windeln gehst. Nein, 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 das sowas mache ich nicht. Das, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Ja, was heißt um Gottes Willen? Nein, das mache ich einfach nur, wenn ich für mich alleine hier zu Hause bin. Ach so, ja, dann das ist für dich dann quasi auch eine Entspannung und sehr angenehm, wenn du nach Hause kommst und dir dann die Windeln anlegst und das Gummihöschen anziehst und dann zu Hause bist. Ja. Ja. Mhm. Was meinst du? Du kennst ja deine Partnerin ganz gut, schon 2 Jahre seid ihr zusammen. Wie die darauf reagieren würde, wenn die das erfährt? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, so grob. Meinst du, die ist völlig entsetzt? Oder ist es eher so eine neugierige Person, die sagt, ach, ist ja kurios, aber erzähl mal. Ja, das könnte natürlich sein. Mhm. Dass das vielleicht so ist, dass sie das irgendwie vielleicht ja annimmt. Nein, annimmt natürlich nicht. Nur tolerieren könnte. Ja, aber das glaube ich nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich einfach... Ich weiß nicht, wie das reagiert ist. Ja. Und wenn sie das vielleicht abstößend finden würde, würde ich vielleicht sagen, oder dann würde sie vielleicht sagen, nee, komm, ja, lass mal unsere Beziehung sein, ich bin mit dir, oder bist du bescheuert oder ja, was? Ja. Aber ich stelle es jetzt nochmal hundertprozentig klar, dass du würdest nicht von ihr verlangen, dass das irgendwie mit in eure Beziehung, sprich, genauer gesagt, in eure Sexualität mit eingebaut wird. Nein. Null, ne? Das Nein. ist nur so für dich, dass du es ab und zu mal so machst. Ja. Mhm. Also Thomas, weißt du, ich finde ja immer, dass man gerade solche Sachen, die machen dich ja sehr aus. Das hast du seit deiner Kindheit, wie du es mir gerade geschildert hast. Das für dich ist das ja etwas ganz schon etwas Wichtiges, ne? Ja, sicher. Ne? Ja, finde ich schon. Wenn man so lange daran gewöhnt ist und so eine Besonderheit mit sich herumträgt, zeichnet das schon so den Menschen mit, markiert das diesen Menschen. Ich finde, dass man in einer guten Partnerschaft, einer guten Liebe so etwas erzählen muss und dass eine gute Liebe so etwas auch tolerieren sollte. Es ist ja nichts Schlimmes, was du da machst. Es ist ja nicht mal was Ekliges. Naja, gut, wir wollen uns das nicht im Detail alles vorstellen, aber du konfrontierst ja gar nicht im Besonderen dann deine Freundin damit. Nein, das nicht. Aber es wäre für dich eine Erleichterung, wenn sie das wüsste, dass du das machst, dann wäre noch mehr Freiheit und Vertrauen zwischen euch. Mhm. Ne, so wär's. Ja. Ich finde, du solltest das wagen, ihr das zu sagen. Meinst du? Ich finde ja. Das ist gut, ja. Ich finde ja. Mhm. Mhm. Erklär es ihr, schilder es ihr so, wie du es jetzt gerade uns geschildert hast, dass sie nicht denkt, dass das irgendwie eine sexuelle Abartigkeit ist, sondern dass das so resultiert aus deinen Erfahrungen, aus der Jugend, aus der Kindheit und dass du es dir quasi damals so angewöhnt hast. So kann man es ja sagen, ne? Ja, sicher, klar. Ja. Ja gut, dann würde ich das mal tun. Ja, ich würde dich dazu ermutigen wollen. Alles klar. Ich hoffe, dass es gut geht. Ja, das hoffe ich auch. Toi, toi, toi. Alles klar, danke. Lieber Thomas, tschüss. So ihr Lieben, unser Thema morgen. Morgen ist ja schon wieder Donnerstag. Das heißt, jetzt ist ja eigentlich schon Donnerstag, aber für morgen Nacht, Donnerstag auf Freitag, heißt unser Thema Verrat. Wenn ihr dazu mit mir sprechen wollt, über das Thema Verrat, wenn euch jemand schon mal verraten hat, wenn jemand dann die Loyalität gebrochen hat oder wenn ihr Verrat geübt habt, ausgeübt habt, dann werdet ihr mein Gesprächspartner, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr könnt euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de oder guckt mal auf www.domian.de. Da steht auch einiges zum Thema. Und diese Woche Samstag ist mein prominenter Gast um 23.45 Uhr. Um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen. Diese schöne Frau hier, nämlich die Schauspielerin Jasmina Filali, die ist bei mir zu Gast und ihr könnt anrufen, ihr könnt wieder mitmachen und ihr könnt euch mit der Jasmina unterhalten, was euch interessiert, ihr könnt ihr Fragen stellen, was auch immer. Auch dazu könnt ihr euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de und ihr werdet dann am Samstag zurückgerufen. Samstag, WDR Fernsehen, 23.45 Uhr zu Gast bei mir, bei Domian, Jasmina Filali. So, hier ist Anna und Anna ist 26 Jahre alt. Hallo Anna. Hi Domian. Ja, hi Anna. Schön, dass du durchgekommen bist. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Also bei mir geht's darum, ich habe eine Fernbeziehung mit einem Amerikaner. Oh, und der wohnt in Amerika? Ja, und
klar, aktuelles Thema ist bei uns auch ziemlich groß, der Ausgang der Wahl. Wir wollen eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber man muss drüber sprechen. Ja, ganz genau. Es ist einfach deprimierend. Wir würden gerne Wählerbeschimpfung machen, ne? Ja, doch, das habe ich heute also eigentlich auf der Uni mit Kommilitonen saßen wir heute in der Cafete und haben eigentlich nur geschimpft wie die Rohrspätze. Anders kann man das nicht sagen. Was und mein Freund, der leidet unheimlich drunter. Dein Freund ist Kerry-Anhänger gewesen. Also ungefähr ist, also er persönlich hätte er Ralph Nader sogar noch besser gefunden. Ja, ja. Aber auf jeden Fall war er auch eingetragen als Demokratenwähler und hat Kerry gewählt. Ja. Also wohnt im Bundesstaat Pennsylvania, das also an Kerry gegangen ist. Ja. Aber leider ist der Nachbarstaat Ohio nicht an Kerry gegangen, was halt das, ziemlich ein Verhängnis war. Genau, das hatte auch, das war, daran hing es glaube ich auch, ne? Diesmal, ja, klar. Ja. Ich bin gestern Nacht, also ich habe deine Sendung geguckt, der junge Mann, der gestern anrief und darüber redete, der hat absolut Ahnung gehabt. Ja. Fand ich richtig toll, dem zuzuhören. Ich war dann noch ewig lang wach und habe geguckt und war also ziemlich mürbe heute Morgen in der Uni. Ja, ich habe auch gestern Nacht nur eine Weile geschaut, aber da zeichnete sich das ja schon so ab, ne? Und als ich dann irgendwann den Fernseher ausgemacht habe, dachte ich schon, uiuiui, das wird nicht gut gehen. Ja. Das wird nicht gut gehen. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen in der Fernbeziehung? Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns durch einen Kumpel von ihm, aha, der hier in Deutschland war, um Deutsch zu lernen. Ja. Also diesen Kumpel habe ich in einem Internetforum kennengelernt. Dieser Kumpel war dann hier, den habe ich kennengelernt. Ja. Und irgendwie hat dieser Kumpel meinem Freund, als er wieder in Amerika Fotos gezeigt, was wir halt hier alles in Deutschland gemacht haben. Wir sind so eine kleine Spaßtruppe, die gerne so manchmal durch Köln zieht und witzige Dinge tut. Ja. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Wie denn? Hat er in Amerika deinem jetzigen Freund nur ein Foto gezeigt? Ja, nur ein Foto. Also generell, da war ich auch mit drauf. Da warst du mit drauf. Freunde. Und da hast du gesagt, wow, das ist eine scharfe Braut, die da hinten links in der Ecke. Ja, eigentlich nicht ich, sondern es ging um die Aktion, die wir gemacht haben. Also es ging einfach darum, dass wir halt ziemlich witzige, fantasievolle Leute sind, die auch politische Aktionen machen, aber mehr mit so Witz und nicht so diese dröden Linken, die einfach rumhängen und jetzt ständig polemisieren, sondern lieber mit witzigen, satirischen Sachen. Verstehe. In der Titanic-Manier ungefähr. Verstehe. Und wann seid ihr denn zum ersten Mal dann real aufeinander getroffen? Also zusammengekommen sind so diese typische Geschichte so im Internet und verlieben, bla bla bla. Internet ist noch nicht real. Wann war es real? Real war es im Februar. Im Februar? Ja. In Amerika oder hier? Hier, in Deutschland. Hier. Er ist hierher gekommen, weil er will auf jeden Fall hierher ziehen. Ja. Fühlt sich auch schon seit langer Zeit in Amerika unwohl. Ah ja. Aber er ist waschechter Amerikaner. Ja, richtiger Ami, ja. Wahrscheinlich wird er jetzt noch mehr animiert sein, auszuwandern, nach dem Wahlergebnis. Hast du das denn, du bist ja nun offensichtlich, wie ich das mitbekomme, auch eine sehr engagierte Beobachterin und politisch interessiert, hast du das so eklatant erwartet, dass das Wahlergebnis so offensichtlich so auszugehen scheint, wie man jetzt vermutet? Also ich hätte gedacht, es wäre knapp, aber knapp für Kerry. Ja. Also ich hätte gedacht, Ohio würde an Kerry fallen und dieses knappe Ergebnis würde eben zugunsten der Demokraten ausfallen. Und heute Morgen habe ich mich furchtbar gefühlt. Meine beste Freundin rief auch heute Morgen an, wollte eben, weil die keinen Fernseher hat und so, rief mich an, wollte wissen, was los ist, war aufgelöst am Telefon. Wir waren also alle heute Morgen so ziemlich fertig. Es gab Analysen heute im Fernsehen, wo zum Ausdruck kam, dass es um den Glauben, um moralische Werte ging und gar nicht in erster Linie und gar nicht um politische Fragen wie beispielsweise den Irakkrieg oder die Gesundheitsreform in Amerika oder sowas. Ich würde sagen, es war alles. Und dass die Republikaner sehr gehetzt haben, auch unter Umständen, unter anderem mit dem Thema Homo-Ehe. Auf jeden Fall. Ja. Also die Sache, die halt doch das Ganze noch etwas verstärkt, ist die Mutter meines Freundes. Ja. Mein Freund hat jetzt wenig Kontakt zu ihr, weil er seine Mutter nicht sehr schätzt, ist eine von diesen evangelikalen Christen. Ja, und die sind in Deutschland auch schon sehr schlimm. Ich habe einige Erfahrungen gemacht mit Evangelikalen. Da gehe ich eigentlich laufen, wenn ich die Argumentation höre. Und mir schaudert, wenn ich mir vorstelle, dass da diese ganzen Leute an den Schaltstellen jetzt sitzen. Ja, vor allem, ich habe
dort, also ich war auch jetzt im Sommer einen Monat in Amerika bei ihm. Ja. Und ich habe mich dort sowas von unwohl gefühlt in diesem Land. Alle schwärmen Amerika, USA, bla bla bla. Ja. Ich habe mich gefühlt wie, also irgendwie befangen. Ja. Und ich konnte nicht so frei sein. Und was diese Christen angeht, diese Evangelikalen, ich habe da deren Sender mal angeschaut. Ja. Und da war so ein steinalter Prediger, laut meinem Freund macht er das schon seit 20 Jahren und länger, propagiert das Ende der Welt und hat die EU tierisch verteufelt. Ja. Also ich weiß auch, aus dieser ideologischen christlichen Ecke geht es sehr fundamentalistisch zu. Also eigentlich heute gab es auch im WDR bei diesem Hart oder Fair, aber Fair hat ja auch der eine Amerikaner die irgendwie mit der Taliban verglichen. Und ich finde, das ist so. Ja. Die sind eigentlich So krass würde ich es nicht sagen. Man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht über das Ziel hinausschießt in der Kritik. Ja, natürlich, aber ich meine, es ist schon sehr schlimm, wenn man auch beispielsweise auf dem Rücken von Schwulen und Lesben einen hetzenden Wahlkampf da ausübt. Ne? Vor allem, weil... Ich glaube übrigens auch, dass das gesamte Amerika-Bild immer weiter den Bach runtergeht. Früher war Amerika immer so das große Vorbild, heute auch bei ganz jungen Leuten. Amerika, da runzeln die Leute die Stirn und es hat nichts mehr, wo man so sagt, ah, das ist toll, das ist vorbildlich. Ja. Es ist alles immer irgendwie Bach oder man will es nicht so... Ne? Ja. Da hat keiner Bock drauf. Der Einzige, was aus Amerika, sagen wir mal, wo viele Leute eher sagen, wow, das ist cool, ist Michael Moore. Ja. Und sonst, also ich fand es zum Beispiel gut, dass das jetzt hier auch in Deutschland übertragen wurde. Das hatte mich ja sehr erstaunt. Michael Moore hatte sich ja stark gemacht, dass das in den USA vor der Wahlnacht kommt. Ja. Nichts durchgebracht wurde. In dem freiheitlichen Amerika, ne? Ja, eben. Ja. Freedom, freedom, freedom. Ja. Und dabei ist konträr Bushs Handlung, Rechte zu beschneiden. Also. Was mich vor allem auch nervt, ist die Sache mit der Abtreibung. Ja. Das finde ich enorm schlecht. Vor allem diese Teilabtreibung, die er ja schon 2003, glaube ich, schon verboten hat. Mhm. Da habe ich also einen Artikel über eine Frau gelesen, die einen toten Fötus im Körper hatte. Mhm. Diese Frau hat schon 3 Kinder, wollte dieses 4. Kind auf jeden Fall austragen, hat sich darauf gefreut, dieses Kind mit in die Familie reinzubringen. Es gab Komplikationen, das Kind ist gestorben im Mutterleib und sie musste, glaube ich, 14 Tage oder so von Krankenhaus zu Krankenhaus rennen, um diesen toten Kinderleib aus dem Körper zu kriegen. Wir wollen auch mal klarstellen, bei aller Empörung und vielleicht auch bei aller Schimpferei, dass immerhin auch fast die Hälfte der Amerikaner denken nicht so. Natürlich. Ja? Und das finde ich auch gut. Es gibt in Amerika große, starke, liberale Strömungen, die ausgesprochen sympathisch sind und wir wollen jetzt nicht das Ganze anverteufeln, ne? Nein, das darf nicht sein. Nicht. Also und vielleicht können wir auch eine Hoffnung, gut, wir sind alle, ich bin, war jetzt auch schockiert, aber vielleicht gibt es ja auch eine Wende. Ich weiß, in der zweiten Periode von Ronald Reagan wurde er mir sympathischer als in der ersten Wahlperiode. Ja gut, das kann natürlich sein. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Fügung. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich befürchte auch Schlimmes für die Entwicklung der gesamten Weltpolitik. Aber wir dürfen nicht das ganze Land verteufeln, das darf nicht passieren. Nee, auf keinen Fall. Aber wie du gestern schon gesagt hast, es wäre auch eine Chance für Hillary Clinton. So ist es, ja. Dann wollen wir jetzt mal schon ganz perspektivisch immer unsere Hillary im Auge haben, dass sie vielleicht in 4 Jahren dann kandidiert. Ja, aber sonst, ich sage jetzt auch, um mal zu meiner Beziehung zurückzugehen, jetzt außerhalb dieser politischen Schiene, es ist, wir sind sehr glücklich zusammen, ich habe also einen Menschen gefunden, mit dem ich also sehr viel Übereinstimmung habe, also privaten Ansichten, politischen Ansichten, man sehr schön zusammenwachsen kann, obwohl man jetzt räumlich ziemlich weit auseinander ist. Also haben wir ein wunderbares Beispiel für die deutsch-amerikanische Freundschaft, nämlich was bist du? Engländerin. Ach, du bist Engländerin. Na, dann sagen wir europäisch-amerikanische Freundschaft. Ja. Zwischen Anna und wie heißt dein Freund? Er heißt Chris. Chris heißt er. Ja. Das ist schön. So, liebe Anna, jetzt haben wir genug geplaudert. Ja. Alles Liebe dir und euch und wir behalten die Weltpolitik im Auge, ne? Ihr okay, beide. Okay. Schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Habe ich gar nicht gehört so von der Sprache her, dass sie Engländerin ist. So, Katharina, 59. Hallo, Katharina. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ich bin eigentlich Stammseherin. Ja. Soweit ich das kann. Und ich befinde mich im Wechselbad der Gefühle. Inwiefern? Inwiefern? Ich bin fast 40 Jahre verheiratet. Ja. Habe mich im Jahre 2001 getrennt von meinem Mann. Mhm.
bin in einen anderen Ort gezogen, habe mir ein neues Leben aufgebaut. Naja, die erste Zeit ist natürlich nicht gerade schön. Man hat mit vielem zu kämpfen, habe jetzt so einigermaßen fast mein Leben im Griff. Darf ich ihn kurz unterbrechen? Ja. Warum hast du dich getrennt nach 40 Jahren von deinem Mann damals? Weil ich immer gehofft habe, es wird besser und es wird nicht besser. Mein Mann hat mich einfach sehr schlecht behandelt. Er hat keinen Respekt gehabt. Über 40 Jahre lang? Nein, da würde ich lügen. Es hat sich aufgebaut. Die ersten Jahre waren sehr glücklich, aber es hat sich danach, ich weiß nicht, wo es ist, auf einmal kam der Bruch und es ging dann nachher nicht mehr. Ich habe zwar immer wieder gehofft und immer wieder und irgendwann hast eingelenkt, du aber man kann nachher nicht mehr. Ja. Man hat die Kraft ganz einfach. Und dann hast du irgendwann Nein gesagt. Und ich bin auch sehr krank geworden. Mein Körper hat nicht mehr mitgespielt. Ich habe Krankheiten gehabt, die sich niemand erklären konnte. Aufgrund der seelischen Belastung vermutlich. Genau, ein ganz junger Arzt, ein Assistenzarzt, mich gefragt hat, wie ist eigentlich ihre persönliche Situation. Da habe ich ihm dann einiges erklärt und er sagte nur, ich dürfte nie vergessen, der Körper wäre immer der Spiegel der Seele. Und das hat dann so einiges bei mir ausgelöst und ich bin dann so, habe dann viel über viele Sachen nachgedacht. Habe dann eine Kur eingereicht, eine psychosomatische Kur, ganz mit Bedacht, weil ich da wusste, zum einen bestimmt der Arzt, wie lange die dauert. Und zum anderen, man hatte eine sehr gute Betreuung, psychologische Betreuung auch. Die Kur hat mir sehr geholfen. Mein Mann wusste von nichts. Ich habe ihm auch nicht den genauen Termin gesagt, wann ich wiederkomme, sondern ich habe ihm eine Woche später gesagt, hatte von da hinten aber alles organisiert, einen Wagen und so weiter. Bin nach Hause gekommen, habe dann bei meiner Tochter übernachtet. Meine Kinder stehen hinter mir, meine Kinder wissen Bescheid. Am nächsten Tag sind wir rübergegangen, haben die Sachen rausgeholt. Also ich habe einige Sachen rausgeholt. War er da in der Wohnung, als du hingekommen bist? Wir haben Haus. Also war er da im Haus, als du? Nein, er war zur Arbeit. Und du hast dann deine Sachen... Ich konnte sehen, wie er zur Arbeit fuhr und bin dann halt rübergegangen mit ein paar Leuten. Und ich habe mir noch ein Bett, Sesseltisch und ein bisschen Wäsche und Zeug. Und das war's dann? Und bin dann in meine Wohnung, die ich mir vorher gesucht hatte. Also alles ganz geschickt eingefädelt. Ich habe mir auch gesagt, ich war mir ja noch nicht klar, ob ich mich trennen werde. Verstehe. Das aber alles war 2001, das war 2001. Wie ist die Situation heute? Du sagst, im Wechselbad der Gefühle, hast du vorhin gesagt. Im Wechselbad der Gefühle, ja. Ich habe beruflich viele Sachen probiert. Da ich nicht mehr die Jüngste bin, wird einem ja dann auch sehr oft gesagt, tut uns leid, in dem Alter nicht mehr. Ich hatte dann eine Anzeige gelesen, dass im Außendienst Leute gesucht wurden von 30 bis 68. Habe wieder angerufen und hatte dann auch ein Vorstellungsgespräch. Die Sache interessierte mich. Und dann bot man mir an, dass ich mal mit jemandem mitfahren könnte auf so eine Tour, mir das ansehen, ob mir das zusagt. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Ja. Ja, und das habe ich dann halt gemacht und der gute Mann, der mich da mitnehmen wollte, der rief an und wir hatten uns dann verabredet. Er hat mich dann abgeholt, ich kam runter, er stand vor meiner Haustür und irgendwie war es wie so ein Wow. Ich habe mir doch gedacht, dass der gute Mann jetzt dir den Kopf verdreht hat. Wann war das? Wie lange liegt das hier schon zurück? Eine Woche erst? Eine Woche, also letzten Mittwoch ist das gewesen. Und jetzt ist unsere Katharina verliebt. Ich weiß es nicht. Wir sind zwei Tage zusammen gewesen jetzt zwei Tage telefoniert. Und das ist irgendwie, wie alt ist er? Ja, das ist für mich ein kleines Problem. Er sagte, er sieht da kein Problem drin, aber ich sehe ein Problem. Na? Er ist 43. Ach, ist doch egal. Mein Gott, du bist 59, 43, ist doch kein Thema, Mensch. Ja, er sagte also... Er wusste, wie alt ich war, als er mich abholte. Außerdem klingst du wie 43. Und er sagte also, er hätte ganz was anderes erwartet, aber nicht sowas, ne? Ja. Nee. Ich muss sagen, ich bin nicht sehr groß. Ja. Bin klein und... Sag mal, ist er denn wenigstens frei oder ist er in festen... Nein, er ist nicht frei. Also die Sache war dann die, wir haben uns voreinander gestanden, ich bin ins Auto gestiegen, wir haben geredet, als wenn wir uns vor fünf Minuten verabschiedet hätten und wären wieder zusammengekommen. Wir haben reden können über Sachen, ich mit ihm und er mit mir, was eigentlich gar nicht möglich war. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal verliebt warst?
verliebt war ich in meinen Mann vor. Ich habe meinen Mann mit 11 Jahren kennengelernt. Also ist es wahnsinnig lange her. Ja. Das kann man schon gar nicht mehr beziffern letztendlich. Ja, ich sage, gehört er zu meinem Leben. Auch, insofern ist dieses Jahr, dieses Gefühl, was da jetzt gerade bei dir aufbricht, ein ganz irres Gefühl, ne? Ja, ich habe auch geglaubt, sowas erlebe ich nicht mehr. Ja, ja, das glaube ich, dass man das dann denkt. Aber der hat was in mir losgetreten, eine Lawine. Ist es denn bei ihm jetzt auch so? Ich glaube, ja. Ja. Gab es schon Zärtlichkeiten zwischen euch? Ich habe ihn, bitte? Gab es schon Zärtlichkeiten? Nein. Ich sage ja, wir haben uns praktisch beruflich, er hat mich einmal mitgenommen zu einer Fahrtkundenbesuche und dann auf einer Messe, wo so die Präsentation war. Schon, aber auf einer Messe kann man ja allerlei auch machen. Aber ist noch nichts passiert. Nee, da sind ja viele Leute. Ich habe dann da die Leute halt angesprochen und habe die dann zu uns an den Stand geholt. Verstehe. Er ist, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist er verheiratet? Er ist verheiratet, aber er will sich scheiden lassen. Das hat er mir sofort erzählt. Hat er sofort erzählt. Ich hatte natürlich, bei mir klopfte das Herz schon, aber ich wusste ja nicht, ob bei ihm da irgendwas war. Ne? Er hat, wie gesagt, wir haben sehr offen miteinander gesprochen. Katharina, ne? Dann gesagt, er ist 18 Jahre verheiratet, 17-jährige Tochter, aber bei ihm wäre halt die Luft raus. Ja, und wenn er kurz vor einer Scheidung steht, ist das natürlich jetzt für dich und von deiner Perspektive aus gesehen, ist das natürlich interessant, ne? Und gut. Von deiner Perspektive. Ja, natürlich. So, jetzt lass mich einfach nur sagen, dass ich das... Auch sofort, dann hätte ich diese ganze Sache überhaupt nicht zugelassen, glaube ich. Jetzt lass mich einfach nur mal so wertend sagen, dass ich das super finde, was da passiert gerade. Und ich auch auf eine Art, aber auf eine andere Art bin ich auch sehr, sehr... Naja, ich bin durcheinander. Ja, verstehe ich auch. Was mit mir passiert. Kann ich auch verstehen. Irgendwie stehe ich neben mir. Kann ich verstehen. Da ist man... Und sehe ganz erstaunt... Eine Frau, die ich gar nicht wiedererkenne. Sondern ich finde, dass du jetzt dich dieser Situation aussetzen solltest und dich einfach hineingeben solltest. Habe ich auch gedacht. Finde ich. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Was hast du denn zu verlieren? Eben. Ne? Garantie gibt mir keiner. Nein. Hat mir auch keiner und für meine 40 Jahre gegeben. Genau. Und die Chance, ich aber... Ich muss sagen, dieser Mann, der tut mir so gut. Der sagt, der ist so lieb zu mir. Am Telefon, der sagt mir Sachen, also ich habe mich auch im Auto bei ihm so geborgen gefühlt, ja, so sicher gefühlt, weißt wenn ich mit ihm zusammen bin. Also und die Chance, dass da jetzt etwas Schönes draus entstehen kann, die ist einfach gegeben. Genau. Und die musst du jetzt am Schopf packen. Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du zumindest hinterher sagen, ich habe das versucht. Genau, nein, ich sage mir auch, ich nehme es, wie es kommt. So. Und ich werde die Zeit genießen. Genau. Und ich so lange, wie es eben dauert. Genau, und ich gratuliere... Wenn ich Glück habe, dauert es lange. Wenn ich Pech habe, dauert es nicht so lange. Ja. Aber freue ich mich über das, was im Moment bei mir passiert. Finde ich auch. Finde ich wirklich. Das wäre alles bei mir tot. Es ist toll, dass du den Schritt, dass du den Absprung geschafft hast von aus deiner für dich unglücklichen Ehe damals. War sehr schwer. So, ja, das... Habe ich übrigens durch eine Fernsehsendung auch... TV-Frau war, da war eine Dame, die sprach... Und die gründete Selbsthilfegruppen, wenn Frauen nicht wussten, was sie machen sollten. Ja. Und die sagte einen Satz, den möchte ich wirklich allen Frauen sagen, die sich nicht schlüssig sind. Mhm. Nachdem sich alle vorgestellt haben und nach den üblichen Vorstellungsgesprächen, fragt sie dann, sind sie glücklich in ihrer Ehe? Und natürlich kommt ein Nein. Mhm. Und dann kommt ihre Frage, und wer soll das ändern? Mhm. Ja, und dann guckt einer den anderen an und weiß nicht, was er sagen soll. Mhm. Und dann hat diese Frau einen Satz gesagt, der mich wirklich wachgerüttelt hat. Nämlich? Sie hat gesagt, also der einzige Mensch, der sie da rausholen kann, das sind sie ganz alleine. Das ist genau der richtige Satz. Sie können der ganzen Welt erzählen, was mit ihnen ist. Genau. Sie können es genau rausschreien, aber es kommt keiner, der sie an der Hand nimmt, rausholt oder für sie was ordnet. So. Sie müssen den Schritt tun. Und das war bei mir der Klick. So, das finde ich eine tolle Sache, dass du das geschafft hast. Das ist ja auch wirklich nicht einfach nach 40 Jahren. Und ich beglückwünsche dich wirklich. Das ist ja auch nicht normal, dass dann so eine Sache passiert, wie sie dir jetzt passiert ist. Das ist ja was ganz Tolles. Pack's beim Schopf und mach's Beste daraus. Und genieß es. Und genieß es. Katharina, alles Liebe und toi, toi, toi. Danke, Domi. Von Herzen. Ich habe aber mal eine Frage. Ja. Wäre es vielleicht möglich, dass ich mit einem Psychologen mal kurz spreche? Ja, natürlich, klar. Nicht nur wegen dieser Sache, sondern ich hätte so auch noch eine Frage. Ja, natürlich, gar kein Problem. Dann rufen wir dich zurück. Das heißt, der Peter ruft dich gleich zurück.
Ich danke. Alles Gute. Ich bin bei dir. Es hat mir sehr gut getan, das Gespräch. Es freut mich. Hat mir wirklich sehr, sehr Mut gemacht. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Für dich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema übrigens Verrat. Wenn ihr Opfer eines Verrats schon mal geworden seid oder wenn ihr Verrat geübt habt, ausgeübt habt und mit mir darüber sprechen wollt, das erzählen wollt, dann könnt ihr euch heute schon per Mail melden, domian@wdr.de oder halt morgen anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1 geht's dann bei uns los. Hier ist Miriam. Miriam ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Miriam. Ich freue mich, durchgekommen zu sein. Schön, ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, also wahrscheinlich eher ein, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger banales Thema. Es ist so, dass ich mit meinen 29 Jahren, ich werde in 2 Monaten 30. Stopp! Machst du bitte den Fernseher und das Radio ganz leise, ganz weg, den Ton? Ja, hab ich. Gut. Jetzt ist alles aus. Mhm. So, und zwar, habe ich echte Torschusspanik. Also das Einzige, was ich jetzt bis jetzt erreicht habe für mich so, ist, dass ich seit 14 Jahren, seit eben meiner Ausbildung in einem Beruf stecke, mit dem ich auch zufrieden bin. Nämlich? Und aber trotzdem alleine bin. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Büro. Im Büro, so, ja. Sachbearbeitung, Schreibkram und so weiter alles. Ist auch soweit alles in Ordnung. Mhm. Nur ich habe jetzt vor einem halben Jahr eine 4-jährige Beziehung ist dann zu Ende gegangen. Mhm. Und das ist für mich natürlich auch verschenkte Zeit, sage ich mir dann immer so. Jetzt gehe ich auf die 30 zu. Andere Frauen haben in dem Alter, sage ich jetzt mal, schon 10 Kinder. Bitte? 10 Kinder. Ja, nicht 10 Kinder, aber zumindest 1 sind verheiratet oder haben irgendwas erreicht. Und ich sehe für mich so, ich habe erreicht meinen Beruf, das ist auch was Gutes, da bin ich auch stolz drauf. Und aber ich möchte irgendwie, das sage ich jetzt einfach mal ganz gerade heraus, ich möchte einfach wirklich heiraten so und dann Hausfrau und dann Mutter sein. Ja. Also das Bestreben habe ich schon und irgendwie... Also Miriam, ich könnte deine Sorge und deine Panik nachvollziehen, wenn du jetzt anstatt 29 39 wärst. Mhm. Dann wär das Gespräch ein bisschen komplizierter. Ja. So bin ich da noch ganz gelassen, was deine Person anbelangt. Und was deine Leistung betrifft, du sagst, du hast einen Beruf, der dir Spaß macht, in dem du dich wiederfindest. Das ist ein schönes, ein schöner Erfolg. Du hast eine 4,5-jährige Beziehung hinter dir. Ja. Was ja auch so für die Biografie auch eine tolle Sache ist, wenn man so lange mit einem Menschen zusammen war. Mhm. Und du bist erst ein halbes Jahr raus, ne, sagst du, aus der Beziehung. Ja. Also Miriam. Geduld. Ja, Geduld. Wenn du jetzt noch ein Jahr oder wenn du auch noch 2 Jahre wartest oder gar 3 Jahre wartest auf den richtigen, ist es auch noch okay. Wenn du jetzt das oberste Gebot und die oberste Maxime jetzt heißt Gelassenheit. Hm. Aber es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Du kannst ja jetzt nicht verkrampft irgendwie sagen, ich will ganz schnell jetzt Mutter werden aber dann geht's schief. Ich weiß. Und das ist eben, das ist ja nun mal, mein Kopf sagt mir das ja auch genau das, was du jetzt gesagt hast. Ja. Und dann muss der Kopf dem Herz das so lange sagen, bis das Herz es auch kapiert hat. Na, das ist schwierig, weil Kopf und Herz ich unter weiß. Einen Hut zu kriegen, das ich weiß. Ist unheimlich aber schwierig. Aber man kann schon auch dagegen steuern. Man kann mit Ratio und mit Vernunft und mit Weisheit vielleicht auch. Es ist nicht weise, jetzt zu zappeln und zu krallen und indem man einfach sagt, okay, Mann, ich bin erst ein halbes Jahr solo und ich bin eine aktive Frau und was heißt solo? Ich habe schon zwischendurch mal immer wieder Männer kennengelernt und direkt solo bin ich jetzt nicht. Da siehst du, nicht mal das. Ja, aber das Falscheste, was du machen könntest, wäre, jetzt dir den Erstbesten zu krallen und dann das aufbauen, was du als Glück dir vorstellst. Ja. Dann wird das nie was. Mhm. Ruhe. Ja. Abwarten, dich zurücklehnen und denken, das wird schon werden. Aber dich dem Leben durchaus aussetzen, aber das tust du ja, das höre ich ja. Du bist ja kein Mauerblümchen, die zu Hause sitzt und ja, ich sag mal, ich bin viel zu Hause, aber ich gehe auch gerne raus. Ja, ja. Also daran soll es jetzt nicht liegen, sag ich mal, ne? Es besteht überhaupt kein Grund zur Torschusspanik.
Ja, du sagst das einfach. Ja, das Gefühl steckt aber so tief in mir. Ja. Ich bin im Internet und suche da wirklich... Ja, du weißt genau wie ich, dass man wenn du sagst, da steckt ein Gefühl in mir. Man kann sich in einem Gefühl treiben lassen, man kann sich in ein Gefühl hineinsteigern, egal was es ist, man kann aber auch gegen ein Gefühl arbeiten. Wissen wir alle. Ne? Ja. So, und wenn man davon überzeugt ist, dass das nicht so das richtige Gefühl ist, dann muss man halt dagegen arbeiten. Mir ist schon klar, dass das Gefühl dadurch nicht weg ist von heute auf morgen, aber man muss dagegen einfach gegenhalten. Ja. Ich bin ganz sicher, dass das alles wunderbar läuft, wenn du einfach jetzt ein bisschen ruhiger an die Sache rangehst. Ja, ich muss das ein bisschen locker sein. Ja, wirklich, ja. Gelassenheit, das ist das Wort, Gelassenheit. Na, das ist echt für mich wirklich schwierig, ja, muss ich sagen. Also, ja. Ach nee, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Doch, das glaube ich schon. Weil also, spätestens dann, wenn du auf die Nase fällst mit zu viel Hektik jetzt in deinem Leben. Und das möchte ich dir gerne ersparen. Deswegen sage ich das jetzt auch so. Sei vorsichtig, ne? Und wacht ab und sei klug in deinen Entscheidungen. Ja. Ne? Meine liebe Miriam, wird schon werden, ich bin ganz sicher. Ja, okay. Alles Gute. Dankeschön. Und wäre es noch möglich, dass ich ein Autogramm von dir bekomme? Ja, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, vielen Dank. Okay, tschüss. Und mach weiter so. Jo, tschüss. Edward, 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Erstmal tolle Sendung. Danke. Ich sagen. Und ich wollte mich eigentlich mal zu den US-Wahlen äußern. Ja. Und zwar höre ich seit Tagen, dass ganz Amerika auf einmal ein schlechtes Volk ist. Alles ist nur über George Bush am Motzen, was sicherlich auch teilweise berechtigt ist durch den Irakkrieg und allem. Ja. Aber ich glaube, dass es einfach nicht so pauschal zu verurteilen ist. Finde ich auch, haben wir gerade auch schon darüber gesprochen. Ja. Mhm. Und was mich an diesem Punkt eigentlich am meisten stört, ist, dass ich glaube, 80% aller Deutschen sich gar nicht mit der amerikanischen Politik auskennen. Mhm. Da werden irgendwelche Argumente hergezogen, die hinten und vorne gar nicht stimmen. Mhm. Und ich weiß nicht, das finde ich schon ein bisschen ungerecht, dass man dem Volk eigentlich schon... Finde ich auch. Also hast du vielleicht recht, dass man nicht das ganze Volk verurteilen kann. Aber genau. Man misst natürlich Herrn Bush an den Taten, die wir hier, also weltpolitisch zumindest, auch mitbekommen. Und diese Taten sind für viele Menschen, meine Person eingeschlossen, eben auch nicht so dolle. Ne? Das ist sicherlich richtig, aber wenn man schaut, der Kerry hat aber auch kein besseres Wahlprogramm gehabt. Er hatte auch keine Antworten darauf, was wir in dem Irak machen sollen, werden wir Soldaten abziehen oder nicht. Innenpolitisch hat er auch keine Argumente gehabt, wie er die Wirtschaft nach vorne bringen möchte und, und. Wen hättest du denn gewählt, wenn du wenn du Amerikaner wärst? Ich bin Amerikaner. Du bist Amerikaner? Ja, ich bin Amerikaner. Du bist Amerikaner? Genau. Du lebst in Deutschland? Ich lebe in Deutschland, ja. Aber durftest dann irgendwie per Briefwahl wählen oder wie geht das? Ja. Darf ich fragen, wen du gewählt hast? Ich habe einen Kerry zwar gewählt. Du hast Kerry gewählt, ja. Ja, ich habe schon gewählt, aber... mir war im Prinzip von vornherein klar, dass der George Bush wieder gewinnen wird. Ja, war das so? Man hörte ja hier immer so, dass es so ein Kopf-von-Kopf-Rennen ist und bis zum Schluss es nicht klar war, wo das so hingeht. Dass es eng wird, war mir auch klar, aber dass der Kerry nicht gewinnen wird, das war mir eigentlich von vornherein schon Erklär es uns, von deiner Innenansicht auch heraus. Wie ist es erklärbar, dass Bush trotz Krieg, trotz... der vielen toten amerikanischen Soldaten, trotz des Chaos, das im Irak herrscht, trotz, dass er Bin Laden nicht gefasst hat. Warum hat er so einen Rückhalt im Volk? Weil die Amerikaner einfach Patrioten sind und die einfach gerade in Kriegssituationen hinter ihrem Präsidenten stehen und ihn immer und jederzeit unterstützen werden. Ja. Ob 1000 Soldaten oder 10.000 Soldaten fallen. Dass natürlich viel Mist gelaufen ist in meinen Augen im Irak, das ist natürlich ganz klar. Findest du, dass Kerry zu wenig Patriot ist? Nein, das sicherlich nicht. Mhm. Aber er hat kein Wahlkonzept gehabt. Mhm. Er war ein Jumper, der von rechts nach links gesprungen ist, der seine Quoten gesehen hat. Wenn die abgefallen sind, hat er wieder Meinung geändert. Naja, ja. Und also gab es jemanden, bei den Demokraten, den du als besseren Gegenpart gesehen hättest zu Bush als den Kerry? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Mhm. Ich glaube, da haben wir das gleiche Problem wie in Deutschland auch. Wir alles motzt über die SPD, aber die CDU stellt auch keinen vernünftigen Kandidaten. Ich sage ja immer von meiner Fernsicht, ich kann das natürlich innenpolitisch auch überhaupt nicht beurteilen in Amerika, ich bin ja ein großer Anhänger von Hillary Clinton. Du auch? Ja. Siehst du Chancen für sie, dass sie beim nächsten Mal die Kandidatin der Demokraten sein könnte? Ich glaube nicht.
Warum nicht? Weil es eine Frau ist. Weil die Amerikaner noch nicht so weit sind, genau, für eine Frau. Mhm. Genau, also meine persönliche Meinung jetzt. Ja. Ich hoffe, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du Angst jetzt vor der Zukunft, dass die Welt, dass es noch härter wird in der Welt durch die Wiederwahl von Bush? Ich glaube nicht. Ja. Weil ich glaube, dass mit Bush wir zumindest jemanden haben, den man einschätzen kann. Wir wollen es hoffen. Schritte sein werden. Edward, die Sendung ist vorbei. Danke, dass du noch drangekommen bist. Alles und alles klar. Gute. Danke. Tschüss. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen heißt unser Thema Verrat. 1 Uhr Radio, 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Paris, der Gesundheitszustand von Palästinenser Präsident Arafat hat sich nach Angaben eines Vertrauten...